Und damit willkommen zurück zu Part 96. Wir nähern uns lang. Boah, langsam an 100. Richtig, wir nähern uns Jahrhundert und 96 ist das Jahr, in dem ich geboren bin. Also 1996, nicht im Jahr 96, das könnt ihr euch vorstellen. So, jetzt kennt ihr mich alle mehr, jetzt bin ich euch doch richtig sympathisch geworden, bestimmt. Die Karten auf der Hand sind so semi-sinnvoll, es kommt auf einmal, was du spielst. Und du bist am Zug. Okay, dann du bist gesetzt. Du bist gesetzt. Du bist aktiviert. Fuck! Aber das bringt trotzdem nichts. Wenige Karten, die ich habe. Und Schwarzbügel. Ja, das war's wohl mit Eisenschrott. Vogelstall hier. Zumindest mit der da, ja. God. So, habe ich sinnvolle Monster zur Auswahl? Nicht so wirklich. Dann nehme ich wieder den da. Jetzt muss irgendwo mal den Speer. Doppelbeschwörung. Aktivieren. Setzen. Setzen. Kann auch nach hinten losgehen, was ich gemacht habe. Scirocco, Attacke! Tut's aber nicht. Naja, das bringt ja nichts. Der Monster ist nicht viel zu stark. Brauche ich auch einen Kalkos für. Oder. Scirocco, Attacke! Nein, die Axt ist weg. Wow, und Aurora ist weg und zweimal eine Eisenschrott. Warte, habe ich jetzt alle drei auf dem Friedhof? Hat sich ja richtig gelohnt. Na gut. Und Aurora, selbst Aurora ist weg. Na gut, ich beschwöre noch in Vayu das Symbol der Ehre. Das laufen wir werden ja wechseln. Dann bist du. Nee, dann aktiviere ich erstmal dich. Ja. Genau. Hör halt doch gleich den Verwandlungskrug aktivieren! Das bringt nichts, dann schmeiß ich eine Karte in meine Hand. Ja gut, wenn du nicht willst, würde ich es tun. Ich aktiviere aber zuvor den Effekt von Vayu. Meine Niere. Und chill. Naja, du verlierst ja den Effekt an Bora. Hä? Ja, du hast Lebenspunkte verloren, weil dein Monster im Verteidigungsmodus war. So. Da sag ich doch nicht Effekt. Egal, du hast was in die Differenz als Schaden bekommen. So, dann wirst du gesetzt. Du gesetzt. Du aktiviert. Oder vielleicht auch nicht. Nein, nein, nein. Das plus die 500 davon. Reicht nicht. Brauche ich noch die Axt. Jetzt weiß ich nicht, ob es wie viele Verteidigungspunkte hat. Egal. Bora-Attacke! Was macht das denn? Nutzer als Tribut. Achso, Punkt gegeben. Kann ich was da... Naja, ich kann die aktivieren, aber das ist doch egal.
Natürlich nicht viel Euro für jetzt noch. Kommt Dings, gleich bestimmt voll, ja, ich wusste es doch. Aber dagegen habe ich ein Hausmittel. Jetzt gibt's Happa Happa von Papa Nappa. Deine Drecksackskala ist wohl nach unten hin geöffnet. Das war gut. Lass mich raten, wieder eine Pizza? Nee, doch nee. Nicht. Noch nicht. Noch nicht. Später vielleicht mal. Oh Mann, nein. Wenn ich mich vorhin schon weggeworfen habe, ich weiß es nicht. Achso, wenn ich eine, okay, aber ja. Buh, da lebst du noch knapp, du. Ja. Ich rufe Fan die Stahlkette im Angriffsmodus. Ich brauche nur noch eine Zauberkarte, den habe ich schon gewonnen. Fan, direkter Angriff! Oder ich bin so rum. Das war's von diesem Teilpart. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, tschüss. Ah, da war schön, wir kommen zurück zu diesem Teilpart. Ja, ja. Puh. Das ist nett. Ja, das auch, was ich habe. Okay, also wir spielen das in der Reihe. Machen wir die zuerst, dann das und dann... Mal sehen, was ich jetzt noch ziehe. Okay. Dann der Reihenfolge. Du zuerst. Nein! Dann du. Ah! Und dann du. Ja, das. Was? Achso, keine Durchschlange. Ja. Ach, das ist, fuck. Ich weiß nicht wirklich mehr, das war das. Auf jeden Fall ganz viel Klangbüchchen. Aber ich weiß nicht mehr, was das Hauptdings dazu war. Thema. Ich weiß schon. Wie hat... Das hat ja nur 1600! Nein! Nice! Wenn ich jetzt noch ein Monster dann blind gespielt kriege, dann bin ich gut. Welches setzen wir denn zuerst? Dich setze ich zuerst. Könnte sein, dass ich in diesem Duell tatsächlich mal das Monster spielen kann, was ich ganz halt spielen möchte. Aber wahrscheinlich brauche ich das noch nicht mal. Es kommt doch an, was du jetzt machst. Ich weiß nicht, was das da hinten für eine Verdeckte ist. Warte mal, kann die durch Fallen oder Zauber zerstört werden oder nicht? Ich glaube nämlich nicht. Wenn es eine Götterkarte ist, nicht. Aha! Auf Slifer! Das war nämlich meine Antwort auf dein Slifer-Deck letztes Mal. Ich aktiviere das letzte Rüstung! Ey, das geht tatsächlich! Was? Ich dachte, da gehen keine Fallen drauf. Ja, dachte ich auch! Mann, ich hatte es fast... Aber ich habe sie einmal gespielt und habe ich wenigstens das erreicht, was ich wollte. Ich hab eben vor drei Parts oder so schon auf der Hand gehabt. Soll ich dir sagen, welches Deck ich spiele? Ich spiele mein Slifer-Deck. Ja, hab ich mir schon so jetzt gedacht. Ich aktiviere Wohnlos, mein Grummel. Deswegen dachte ich schon so, weißt du, ich kann endlich Slifer spielen, brauche ich fast noch nicht mal. Ich beende meinen Zug. Wie dumm das war. Ja. Okay, hab ich keinen? Okay, hab ich nicht. Okay, gut. Oh Mann.
Slifer der Himmelsdrache war ja richtig lang auf dem Feld. Ich fängt um meinen fetten Clown der Dunkelheit. Ich darf noch einen Petten rufen. Mann, ist das, du, dann reicht das der Teilpart am Ende vielleicht ja doch schon wieder, um den ganzen Part zu füllen und nicht. Ja. Oh Mann. Aber schön, dass Slifer mal zu sehen war. Auf meiner Feldseite. Mhm. So, und setzen ist ja egal, was ich jetzt gerade spiele. What the fuck, ey, weißt du, so richtig episch. Ja, ich kann Slifer nicht spielen. Oh, weg. Doch, das war lustig. Hat er noch einen Clown? Ja, natürlich. Jeder, der Petten Clown der Dunkelheit spielt, Toll. Danke. Danke, Spiel. Danke. Ich vertraue jetzt sowieso nicht mehr darauf, dass ich irgendwas noch spielen kann. Er bringt sowieso nichts. Was kann ich anketten? Achso, ist ja egal. Hat eh mehr. Nein, ich möchte den nicht anketten. Hau auf. Echt der erste Vorteil. Okay. Dann ist der erste. No. Ja gut. No. Nein, ich möchte nicht aktivieren. Ich darf auf jeden Fall keine drei Monster auf dem Feld lassen haben. Ach, ich krieg die so oder so hin. Und weißt du so? Ich weiß schon, dadurch. Gleich. Guck mal, was hat er noch nie? Das hat er bisher nicht geschafft. Wirklich, aber zerstöre sie während der Endphase. Nein! Na gut. Aber das muss doch gar nichts bedeuten. Ich möchte nur was anmerken. Ich möchte was. Sniper, Attacke! Oh, bitte nur eine 1. Sniper war weg! Wie Brot im Ausverkauf! Scheiße! Jetzt habe ich ein Problem, ich hab da noch 525 Lebenspunkte! Brot im Ausverkauf! Ich hätte das riskieren, wahrscheinlich ist das wieder so eine richtig scheiß Pfanne. Ah. Ja, aber 1000 Leben. Ach scheiße, der Ding ist ja gar nicht gewechselt. Der Effekt wurde ja nur durch Flippen beschwören. Die Dings eigentlich. Ja, weißt du, holen einfach alles zurück, warum nicht? Nein, was, das bringt ja gar nichts! Nein! Das habe ich ja nur... Ich aktiviere mal geschätzte Länder! So, jetzt hat sie nur einen Griff. Das war so dumm. Ja. Aber auf allen Ebenen, ich sag das schon. Ich hab gesagt, ich aktiviere schwerer Sturm! Vor allem, wie ich gerade noch so sage, das wird der größte Fehler ever. Und jetzt, Münster, Mann! Vor! Vergesst dir weniger als 2000 Angriffspunkte! Am Ende, jetzt töte ich dich echt noch mit Slifer, der 1000 Angriffe hat. Da! Da ist sie, hätte sich erst verdeckt und dann aufdecken sollen, Idiot! Oh, nicht, ich hätte gerade fast einen Fehler gemacht. Ja. Das war ein super Slifer-Duell. Oh, das ist eigentlich gerade ein Teilpart, ich weiß schon gar nicht mehr. Egal. Wir werden es gleich sehen. Tschüss oder bis später, je nachdem. Ja.